Hallo, da sind wir wieder und wir wollten ja die illegale Brauerei Hops nehmen und die Quest ist akzeptiert und ab ins Dungeon. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt hier auch anders ausschaut. Wäre natürlich sehr cool und nö. Okay. Okay, macht nichts. Oh nein, wir haben Bogenschützen bekommen. Ich bin irgendwie nicht so ein großer Fan von den Bogenschützen, muss ich zugeben. So, Level 6 sind die alle. Nicht schlecht. Geil. So, und fetz, fetz. Wir haben einen Haufen Crafting-Materialien da oben, aber nicht so viel Gold. Ach ja, stimmt, der erste Level ist schon komplett. Ich vergaß, dass der erste ja ungefähr immer geschenkt ist. Ja, und eine Magier bekommen wir, super. Magier sind top. Magier und diese Krieger hier, diese Zwergall. So, aufmachen bitte. Klick, 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 klick. Und alles kaputt machen bitte. Klick, 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 klick. Ah, da oben habt ihr noch eine Kiste vergessen. Wunderbar. Und, da ist ein Dorfbewohner tot gewesen. Das ist dasselbe Layout wie gerade eben. Das ist komisch. Es wiederholt sich ja ständig. Oder? Ah, es geht weiter. Überraschung. So, alle hier mal oben lang, wenn das geht. Ja. Weil ich will unbedingt da das Gold haben. Ja, und wenn sie jetzt auch hier durchlaufen und von Pfeilen erwischt werden, finde ich jetzt nicht so ganz dramatisch. Oh, jetzt hängen die da hinten. Ja, ihr sollt schon... Oh Mann, warum spaltet ihr euch da? Das ist doch einfach hinrissig. Das ist einfach nur ein riesen Bullshit, was ihr da fabriziert. So, nochmal einen Haltrank reinschmeißen. Eieiei. So, jetzt da lang. Wow, du läufst da jetzt nicht einfach zum... Oh, shit. Ja, es war klar. Es war so klar. Das ist ja auch gemein. Was soll ich denn da machen? Macht das kaputt hier. Ah, kann da nicht ein Bogenschütz drauf schießen? Mist. Heilung, oder? Nein, ich wollte Heilung haben. Kein blödes Crafting-Material. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Gut, da sind wir wenigstens gut durchgekommen. Wir brauchen unbedingt Heiltränke. Wir sind aber jetzt auch durch den Level durch, das ist gut. Vielleicht, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht. Oh, wir sind doch nicht durch. Alle auf einen Fleck und zeigt's den Goblins. Wow! Ja, Level up. Heiltränke. Nein, verdammt, Gold. Mist. Grrr. Die sind alle sowas von angeschlagen. Die fliegen einfach bei der nächsten Falle oder Explosion, fliegen die einfach tot um. Und warum kriege ich für manche Räume Gold? Also, dass der Raum geklärt worden ist und für manche Räume nicht. Das finde ich komisch. Ein bisschen inkonsistent. Oh, Bombe, Bombe, lauf, lauf! Gut. Ausgezeichnet. Ich muss noch mal kurz... So, ich musste kurz wegschauen, was muten. Gut. Ja, wir haben Gold. Oh, Ritter. Ritter. Ja. Wer braucht Zwerge, wenn man solche Ritter haben kann? Ja, noch einer. Und noch Magier. Geil. Super. Ah, ja klar, die moschen sich da jetzt durch. Hau alles kurz und klein. Die sind aber echt langsam. So. Oh, das ist ein schöner Raum. Ganz viele Kisten und aber so eine blöde Bombe. Lauf! Oh, Idiot. Oh, der Heiltrank wurde gleich genommen. Nein, doch nicht. Jetzt haben wir ihn genommen. Es war auch Zeit, dass wir mal einen Heiltrank bekommen haben. Hoffentlich kommen da noch ganz viele Kisten, wo wir Heiltränke kriegen. Hm, gehen wir erstmal oben lang. Erstmal hier oben lang. Aus der Hoffnung, dass wir da irgendwo Heiltränke kriegen, weil ich will nicht nochmal durch 1000 Fallen durchlaufen. Lauf! Lauf! Gut. Ah, Mist. Feuer. Mist. Los, töte sie. Nimmt das Gold. Lauft weiter. Macht das. Macht jenes. Belustigt mich. So, hier wieder. Ah, und hier wieder. Ja, und jetzt die Goblins töten. Genau. 40 Gold. Juhu. Wir kommen gut durch. Ich bin gespannt, ob wir tatsächlich bis zur Brauerei runterkommen oder nicht. Ja, schnell ein Rubin und Gold bekommen. Gold. Das ist besser als ein Gold.
Und Heiltränke, komm schon, Heiltränke. Wir brauchen Heiltränke. Ich bin so froh, dass wir die Stärketränke rausgenommen haben. Weil die wären jetzt echt so ärgerlich, wenn wir da nur... Die haben wir auch in den letzten Folgen am laufenden Band bekommen, die Stärketränke, nicht wahr? Nicht wahr? Stimmt mir zu, bitte, stimmt mir zu. Nein. Aber es war schon krass. Ah, okay, das Feuer geht nicht so weit. Okay. Okay, neun Krieger. Ein Ritter, besser gesagt. Und die sind auch schon Level 8. Geil. Ich glaube, ich nehme trotzdem einfach nochmal eine Heiltrank. Weil die sind alle so dermaßen angeschlagen. Ich will ehrlich gesagt, dass irgendjemand stirbt. Selbst die normalen Dorfbewohner sind ja auch schon irgendwie Level 7, Level 1, naja. Aber die machen ja auch schon Schaden. Also Kleinvieh macht ja auch Mist. So, hier haben wir gleich eine neue, die können wir befreien. Jawohl. Und hier kommt... Sammelt euch! Sammeln! Runter in den Keller! Auf geht's! Gold, 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 Gold. Also ich will das goldene Abzeichen. Und? Ja, zweimal Materialien. Ich glaube, wenn wir Gold haben, für die drei Schädel, da kriegen wir halt dann drei Sachen. Und bei Silber zwei, da kriegen wir nur zwei Sachen. Bei Bronze eins, ne? Das ist euch wahrscheinlich schon tausendmal aufgefallen. Aber mir fällt es gerade erst auf. Also ich bin bei solchen Spielen auch nicht so sonderlich aufmerksam, muss ich sagen. Ich finde es halt witzig, wie der Katrin halt bei The Park zum Beispiel irgendwelche Details auffallen, die mir jetzt so nie aufgefallen wären. Wow, 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 shit! Scheiße! Oh, sorry, dass ich so fluche, aber für eine Kiste haben wir jetzt zwei Ritter verloren. Was ist denn das? Und nur deswegen, meiner Meinung nach, weil man diese Typen nicht auf einen Haufen ziehen kann. Das Steuern, das ist das Schwierige am Spiel. Das ist die Herausforderung im Spiel tatsächlich, die Viecher hier irgendwie zu koordinieren. So. So, alle mal hier ganz eng auf einen Fleck. Darunter. Und wieder ganz eng auf einen Fleck. Okay, jetzt geht's. Vielleicht waren es davor einfach zu viele. Oder ich war einfach so miserabel. Okay. Keine Gegner da? Nirgendwo? Komisch. Komm mal her, jo. Oh. Teilweise kommen die auch so schlecht um die Ecken rum. So. Boah, risky. Ich lebe gerne gefährlich. Boah, jetzt mach doch weg. So. So, haut mal die Brauereien kurz und klein. Aber die Quest hier, die ist ja, wenn das jetzt alles war, dann ist die ja sehr, sehr einfach gewesen. Oder wir sind halt einfach schon so fortgeschritten von unseren Fähigkeiten. Also von unseren Ausrüstung, von den Skills. Mist. Ihr wollt mich doch verarschen. Alter. Okay, wie kommen wir jetzt irgendwo weiter? Oh Mann! Ja! Warum? So, geht das jetzt da unten? Können wir da? Es kommt kein Gegner mehr, oder? Gott sei Dank. Ansonsten wären wir echt drauf, also, ne? Aufgeschmissen gewesen. Ja! Ja! Ja, ein paar Boni bis Level... Oh, bis ich kann... Reinforced Kuras, also eine versteckte Rüstung. Cool. Mal schauen, ob wir das auch gleich ausrüsten können. Taverne. Rowdy Ravens. Die Quest nehmen wir mal als nächstes. Und Sidequesten, ja, die erledigen wir so oder so, Stück für Stück. Wir haben einen Skillpunkt. Was nehmen wir denn? Questbonus oder Einheiten, also Größe? Oder nehmen wir, Starting Floor mal. Dass wir mal auf einer anderen Ebene beginnen. So, und auf dem Markt. Items wollen wir nicht. Crafting, was können wir denn, was wollen wir denn craften? 8 Eisen und 350 Gold. Gekauft. Alles, was unsere Ritter beschützt, klar. Und auf ins Dungeon. Ja! Okay, wir fangen wieder nur mit Dorfbewohnern an. Aber kein Problem, da sind ein Haufen Kisten. Wir kriegen sofort einen Ritter. Und was kriegen wir da? Noch einen Ritter? Hm? Oder Magier? Juhu! Eventuell würde ich dann auch in einer der nächsten Folgen dann vielleicht mal die Bogenschützen rausnehmen, dass wir die gar nicht erst bekommen, weil ich finde die absolut unbrauchbar. Ehrlich gesagt.
So, hier nochmal. Ja. Ah, ihr Idioten. Seid ihr. Allesamt. Alle. Idioten. Läuft dran vorbei und haut auf diese Mine. Was fällt dir ein? Nee, die Bogenschützen. Was denkt ihr darüber? Ich meine, vielleicht kriege ich es nicht mit und die Bogenschützen sind eigentlich voll geil. Das kann natürlich sein. Aber was denkt ihr? Was sind so die Figuren, die, wo ihr sagt, die machen am meisten Sinn? Die sind am coolsten, von denen am besten 100% die mitläuft? Also irgendwie, ich denke, ich wäre auch zu absolut zufrieden damit, nur Magier mitzunehmen. Weil pro Schuss feuern die ja 3 solche Energiekugeln ab, was einfach genial ist. Und wenn der Gegner ja nicht mal bis zu dir hinkommt, dann ist es ja vollkommen wurscht, ob die jetzt wenig aushalten im Nahkampf, ne? Oder, ich weiß nicht, was. Wie seht ihr das so? Würdet ihr da vielleicht sagen, ja, lieber mehr Ritter? Oder eigentlich ist eine Kombination aus allem immer praktisch? Oder wollt ihr euch noch überraschen lassen, was noch so kommt? Würde mich mal interessieren. So, das läuft ja jetzt hier auch wie am Schnürchen und ich finde es auch angenehm, dass wir diesen ersten Level mal weggelassen haben, weil das war ja auch immer so, ja, mei, dann ist halt durchgelaufen, aber man hat nicht wirklich viel dafür bekommen. So, hier nochmal so ein Minenraum, was mir gar nicht gefällt. Da, auf einen Fleck. Ah, Idioten, allesamt. Hatten wir die Unterhaltung nicht schon mal? So, und jetzt runter. Ja, hier auf einen Fleck bitte. So, jetzt ganz in die Ecke und dann hier rüberlaufen. Miau, geschafft. Ah, ich wollte gerade sagen, geschafft und keine Mine kaputt. Ja, von wegen, eine Mine ist ja kaputt. Juhu, also mir sind Gegner lieber, weil die fügen meinen Leuten nicht so viel Schaden zu wie die ganzen Fallen. Aber alles mit Flammen finde ich ja irgendwie am... Oh Gott, was ist das für ein Albtraum-Level? Raum. Oh Gott, lauft, nicht stehen bleiben. Ihr seid des Todes, wenn ihr stehen bleibt. Versteht ihr denn nicht? Lauft! Ihr Maden! Ah, da hinten haben wir einen vergessen. Zurück! Oh, jetzt haben sie fies getimt gehabt, die Gegner. Die Bomben, meine ich, hier. Dreckige Apparaturen. Aber ich glaube, es ist keiner draufgegangen. Oder ich habe es übersehen, ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Nein, es ist keiner draufgegangen. Ich will in dem Glauben bleiben, dass ich da souverän durchgekommen bin. Weiter. Ja, wir waren auch schnell genug. Wir haben wieder einen Bonus bekommen und bekommen jetzt auch wieder einen Ritter. Und da eine rote Truhe. Was kriegen wir denn für die rote Truhe? Einen Bogenschützen, juhu. Hey. So. Ich weiß nicht. Ich krieg das halt vielleicht auch viel zu schlecht mit, was die machen. Bei den Magiern ist es halt sehr, sehr dominant, was da hier an... Schaden rüberkommt, weil du einfach diese Kugeln fliegen siehst. Das sieht man halt bei dem Bogenschützen nicht. So. Ja, Level up. Und was haben wir denn so? Level 8 ist, glaube ich, das höchste, ja. Ich bin froh, dass die Fallen vorher auch schon auslösen. Und nicht erst, wenn wir in die Nähe kommen. Weil das wäre ja auch nochmal gemein, wenn du die Fallen vielleicht gar nicht siehst und dann zack, kommt irgendwie Feuer irgendwo raus. Das wäre gemein. Aber sowas kommt vielleicht ja noch. Das ist ja alles noch Early Access. Und dafür ist es ziemlich geil, das Spiel. Es macht enorm viel Spaß. Es läuft fehlerfrei. Also, ja. Kann mich nicht beklagen. So, macht mal den Goblin platt hier. Und jetzt den hier. Bam! Und den hier. Zack, zack. Schade. Ich hatte gehofft, dass jetzt diese Barriere aufgeht, aber ist sie nicht. Dann müssen wir uns halt hier durchhacken. Aber erstmal hier die Truhe noch öffnen. Krass, mir fällt gerade auf, das Ding, das hat 8 Eisen gekostet, das Upgrade von den Rittern. Das ist ja enorm. Aber gut, wir haben aber auch 30 Holz und 26 Leder. Warum brauchen wir das nicht? Und die Rubine, da haben wir auch noch so viele. Komisch. Wahrscheinlich dieser Run, wo wir mal durch den Endlos-Modus gelaufen sind, der war wahrscheinlich sehr, sehr lukrativ für uns. Ich laufe da jetzt einfach durch die Fallen durch, weil ich glaube, mit so einer Meute kann man das einfach nicht timen, dass da keiner erwischt wird. Ich glaube, das ist einfach unmöglich. So. Nächste Ebene. Wir sind jetzt dann in Ebene 5. Und bekommen auch gleich wieder einen neuen Bogenschützen. Nee. Boah, geil. Seht ihr das oben?
So viele Goblins. Das wird geil. Einfach durchmetzeln hier. Sterbt. Komm mit den Rittern hier die Schlange einmal zu, dann sind alle weg. Na klar, hier rein da. Magier weg. Ne? Ja, alles easy. Kein Problem. Wir haben so viele Viecher noch übrig. Level 9 war unser höchster jetzt hier. Ja! So, Level 13. Lost Treasure Defense Potion. Ein Verteidigungstrank kriegen wir und hier eine neue Quest. Verlorener Schatz. Cool. Und wir haben auch wieder ein Level Up bekommen, soweit ich das gesehen habe. Und, warte mal, erstmal den verlorenen Ding annehmen. Und was nehmen wir denn jetzt? Nochmal Starting Floor oder vielleicht Party Size? Dann ist die Party größer, ne? Aber damit laufen wir eigentlich ganz gut. Ich würde mal den Starting Floor noch einmal setzen. Das war ziemlich cool eigentlich. Dann Market. Wir wollen die Archer nicht mehr. Und ich will stattdessen die Warriors haben. Hab mich schon gewundert. Ich habe total vergessen, dass wir die deaktiviert haben. Und dann Items. Kaufen wir einfach mal, weil wir es können. Nehmen es aber nicht. Crafting. Was können wir verbessern? Ich glaube nichts mehr. Sonst haben wir nichts freigeschalten. Okay. Dann versuchen wir in der nächsten Folge den verlorenen Schatz zu finden, nicht wahr? Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, wenn es euch gefallen hat. Liked und subscribed und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao!